So, runter da. Und bevor wir irgendwas anderes machen, sollte ich nochmal ganz kurz ein paar Punkte auf Rüstungen verteilen. So mindestens 4, damit wir auch die schwere Rüstungsfähigkeit überhaupt erst bekommen. Ja, das sieht schon besser aus. Wir hatten ja eben gerade noch minus 26. Oh, vorne kommt was. Und jetzt mit dem Rüstungsskill sind wir wenigstens noch... Wow. Wow, wow, wow. Die wollen, dass ich sterbe. Okay, es ist deren Job, dass ich sterbe, aber trotzdem. Das ist jetzt doch ein wenig übertrieben. Oh, das war ein guter 336, auch wenn er von den Schilden aufgefangen wurde. Einer ist tot. Komm schon, das läuft gerade richtig gut. Das ist sehr chaotisch, aber es läuft richtig gut. Komm schon, einen Heiltrank gönnen wir uns. Wir haben bisher schon 2 Gegner umgebracht. Ufala. Ja, das hätte wesentlich schlimmer laufen können. Aber noch ist nicht vorbei. Erstmal den Golem da umbringen. Dann kannst du dir selbst auf die Schulter klopfen. Wieder weg. Das irritiert mich. Ting, ting, ting. Das ist ein Kleinkram. Komm schon, kritischer. Kritischer Treffer. Au. Nicht kritische Keule. Langsam muss dabei echt mal umkippen. Jetzt. Sehr schön. Also erst auf die Schulter klopfen. Klopf, 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 klopf. Und wieder raus hier. Dann in Ruhe schlafen und gleich wieder abspeichern. Aber dass die alle so auf dem Haufen gehockt haben, das war ja echt übel. Und dass ihr es überlebt habt, das ist schon, ja, doch. Nicht schlecht. Wenn man das mal so sagen darf. Aber auch ziemlich hektisch und jede Menge Glück. Die haben sich ja teilweise gegenseitig abgeschossen, was recht unterhaltsam war. So, also wieder hier hin. Nochmal abspeichern. LP054A. Und dann gucken wir mal, ob wir zum Würfel kommen. Oh, da ist noch eine Keule, die runterhängt. Also wahrscheinlich auch ein Golem hinten dran. Gut, er scheint allein zu sein. Obwohl, ich könnte schwören, ich würde gerade noch ein paar Schritte. Aber ich sehe nirgendwo was. Vielleicht ist er ja auf der anderen Seite vom Würfel. Ja, definitiv noch ein paar schwere Schritte. Oh, und da hinten sehe ich einen Mönch. Aber er hier ist auch gleich tot. Da wir ein paar richtig gute Treffer gelandet haben. So. Jetzt haben wir zwar keine Energie mehr. Aber die schaffen wir auch hoffentlich so. Und da hinten ist der nächste Golem. Der hoffentlich nicht näher kommt. Nee, da ist ein Fallgrube im Weg. Sehr schön. Ja, doch, langsam läuft es ein wenig besser. Auch wenn ich das wahrscheinlich jetzt nicht hätte sagen sollen. Dann können wir hier oben zu Ende aufräumen. Dann gehen wir ein wenig die Wände mal ab, denn wir suchen hier immer noch die Secrets. Besser gesagt, das eine Secret? Ne, 2 sind es noch. Oh, aber es könnte sein, dass wir das unten, das Secret in diesem Speicherstand noch gar nicht gefunden haben. Wir sind ja doch ein paar Mal gestorben, nachdem wir es gefunden hatten. Das könnte also auch noch mit drin sein. Das heißt, es fehlt echt nur noch 1. Und dann noch die beiden Treasure. Aber ja, also die Treasure zählen dann wohl doch nicht zu den Secrets. Sonst hätten wir nicht mehr genug Secrets über, um die Treasure zu finden. Was ja ein wenig komisch wäre. Also gut, das heißt, wir suchen noch ein Secret. Wir müssen das eine Secret, was wir eigentlich schon gefunden haben, nochmal holen. Und dann die beiden Schätze, die hoffentlich auch hier unten irgendwo sind.
Weil nochmal hochzulaufen wäre nicht so toll. Aber gut. Sicher ist sicher. Einfach nochmal den Speicherstand überschreiben. Ja. Und langsam Richtung Würfel vorpirschen. Da war ja noch ein Golem. Genau, dich höre ich doch schon. Oh, euch höre ich ja schon. Oh, euch höre ich ja schon. Zwei Golems, ein Mönch. Komm mal her. Du da. Komm mal her. Geh mal schön weit weg von deinen Kumpels. Damit wir dich alleine umbringen können. Oder umkonstruieren können. Ich glaube, zerstören passt da am besten. Aber unkonstruieren hört sich irgendwie lustig an. Ah, ein schöner Job. Jetzt noch ein Rampage. Ah, Cleave ist auch okay. Vor allem für 266. So. Was haben wir hier? Oh. Noch eine Traumsequenz. Hatten wir die schon? Sie zerstörten den Mechanismus. Sie haben ihn auseinandergenommen, um das Portal zu schließen. Aber es kann immer noch repariert werden. Ich weiß wie. Um das Portal wieder zu öffnen, musst du die fehlenden Teile finden. Es sind 4 Teile. Geh. Okay, die Nachricht hatten wir noch nicht bekommen. Wahrscheinlich, weil wir jetzt einmal direkt davor standen. Ah, du passt nicht. Das Erz passt hier auch nicht rein, das sah anders aus. Da schon mal ein Mönch. Genau, hier passt das Erz rein. Ein Teil haben wir schon mal drin. Das sollten wir uns auch merken, dass wir den Würfel nicht aus Versehen wecken. Hallo, Golem? Komm mal hierher, weg von deinem Mönchmeister. Gut, 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 gut. Genau. Du hättest auch ruhig darunter springen können. Hätte ich absolut kein Problem mit gehabt. Die Erfahrungspunkte, die du wert bist, muss ich nicht unbedingt haben. Denn ich denke nicht, dass wir noch ein Level schaffen werden. Na gut. Bringen wir dich halt um, wenn du das so haben willst. So, 1, 2. Ah, 12 Trefferpunkte. Das kannst du doch besser, Toro. Ja, 17. Das war eindeutig besser als 12. Au. Zur Strafe wird er jetzt langsamer. So, kaum noch Energie. Das heißt, zurück zum Eingang und schlafen. Das ist nicht der Eingang, das ist der Teleporter. Also der noch nicht aktive Teleporter. So, hoch. Schlafen, dann sollten wir auch gleich mal wieder Licht zaubern. Denn das sah gerade schon so aus, als wenn das dunkler werden würde. Und das Level-Up können wir auch noch machen. Also ich glaube, wir haben noch 2 oder 3 Punkte über, die zwar nichts bringen. Also egal, welchen Skill wir sie setzen, wir kriegen da nichts Ordentliches bei raus. Aber dann ist wenigstens das Level-Up-Ding da weg. So, klick. Rüstung, 2 Punkte. Uns fehlt noch ein halbes Level. Und das sind inzwischen jede Menge Erfahrungspunkte. Also das können wir wahrscheinlich knicken. Das heißt, wir könnten eigentlich auch das Amulett ersetzen. Das mache ich mal gegen Schutz vor Kälte. Denn die Mönche haben ja diese Eisstacheln aus dem Boden, die recht viel Schaden machen und sehr schnell sind. Das dürfte da schon mal helfen. Oh, und das Schild könnte ich eigentlich auch noch wechseln. Das Elementarschild ist da ja ein bisschen besser, weil es Schutz gegen alles hat. So, was wollte ich noch? Genau, Licht wollte ich noch zaubern. Zack. So. Wieder alles durcheinander gebracht. Schön, schön. Und der Mönch kommt ganz von alleine einzeln hierher zu uns. Was aber zuvor kommt. Bist doch allein, oder? Ja, schaut so aus. Also sollten wir auch gar nicht weiter in die Mitte gehen, um aus Versehen irgendwas anzulocken. Sondern schön hier am Eingang bleiben und auf dich einhauen. So. Schöne Sache. Das heißt, wir haben jetzt noch, ich glaube, ein Golem. Nein!
Das wollte ich nicht. Na gut, springen wir einfach gleich wieder hoch. Wo auch immer wir gerade sind. Ah, da ist der Würfel. Also ein Gyrolo müsste hier noch irgendwo sein. Den können wir auch noch umbringen, auch wenn die Energie langsam knapp wird. Oh, was haben wir hier? Oh, und jetzt ist auch der Text unten bei dem Zahnrad. Wahrscheinlich kam das erst nach der Traumsequenz. Ah, klick. Das ist jetzt Teil Nummer 2. Wichtig, wichtig, das zu merken. Das heißt, wir müssen gleich runter und die anderen beiden Teile finden. Aber erstmal will ich hier ganz gerne die Karte aufdecken, denn wir brauchen immer noch das eine Secret. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Ja, kein Schalter. Die Knubbelchen in der Mitte hatten wir uns auch noch nicht angeguckt. Ja, ist aber auch nichts. Und irgendwie sehe ich den Golem gar nicht. Der müsste eigentlich hier irgendwo rumschwören. Oder haben wir ihn auch schon umgebracht? Ja, scheint so. Na gut. Dann, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir müssen noch da zu Ende aufdecken. Schön nach Schaltern gucken. Hier hatten wir, glaube ich, schon mal exzessiv nach Schaltern geguckt. Noch eine abgeschlossene Tür. Kann man dahinter irgendwas sehen? Ja, da ist ein Beutel. Okay. Aber kein Weg dahin zu kommen. Noch eine abgeschlossene Tür. Und damit wären wir jetzt einmal rum. Na gut, dann springen wir jetzt runter. Ich würde mal sagen, da oben links, also hier, da haben wir schon einigermaßen aufgeräumt. Dann sollten wir da gucken, dass wir das Secret wiederfinden, was wir schon mal gefunden hatten. Und danach noch weiter umgucken nach eventuellen Schätzen oder dem letzten Secret. So, Poink. Da war ein Knopf, den hatte ich doch eigentlich markiert, oder? Knopf. Weil wir nicht wussten, was der machte. Ich probiere mal hier das Ding zuzumachen. Hier war doch irgendwo ein Knopf. Genau. Du zu. Den Knopf hier hatten wir zweimal gedrückt, damit wieder in der Ausgangslage ist. Jetzt drücke ich ihn nochmal und laufe ganz schnell weit weg, um zu hören, ob irgendwo was aufgeht. Ah, nichts gehört. So nochmal. Nö, auch nichts gehört. Was haben wir hier? Kettenhandschuhe? Nein. Eine Röhre. Eine Röhre für gefährliche Dämpfe. Wir brauchen ein kleineres, das haben wir schon. Lumpen brauchen wir auch nicht. Und anscheinend sind hier gar keine Gegner mehr. Das ist ja schon mal sehr praktisch. Oh, oh, ich höre was. Ich höre Spinnen. Ah. Wo kommt ihr denn alle her? Ja, es sind gleich mehrere. Da kommt Nummer 2. So, wo sind wir überhaupt? Oh, okay. Jetzt höre ich noch irgendwas Schleimiges dazu. Ich glaube, das ist eine Krabbe. Und seht ihr das Beinchen da? Also, von Beinchen kann man nicht wirklich sprechen, bei meterlangen, haarigen, dicken Dingen. Aber, ja. Die Spinne scheint da echt zu lauern, dass wir jetzt da lang gehen, um uns den Rücken zu fallen. Das ist doch mal hinterhältig. Genau du. Dafür wirst du gewonnen-hittet. So, also da ist eine Sackgasse. Oh. Da ist eine Krabbe. Da war eine Krabbe. So, bloß nicht in irgendwelche Sackgassen drängen lassen. So viele Spinnen und Krabben wie hier rumwuseln. Genau du. So. Ist hier eine Sackgasse? Nein. Ist hier eine Sackgasse? Ja, gut. Also, weiter da lang. Da scheint... Nee, da ist eine Abzweigung. Bleib weg, du. Ja. Und ich glaube, ich bin in die Sackgasse gelaufen.
holen wir jeden Meter von raus. Ne, hängen fest. Na gut, das ist eine normale Spinne, die macht nicht allzu viel Schaden. Die Krabbe wäre da jetzt schon gemeiner gewesen. Und wir haben keine Energie mehr. Okay. Oh, schön, hier ist unsere Kasse. Geht's also nur hier rum? Nicht rechts rum, nichts rechts rum, nichts rechts rum. Genau, da wäre nämlich die Sackgasse gewesen. Da ist auch eine Sackgasse. So, da hinter uns war die Sackgasse. Und ich höre nichts mehr. Sehr schön. Waren ja auch mehr als genug Spinnen. So, wo ist die nächste Sackgasse? Hier geht's anscheinend nicht weiter. Hier sind nur Drachensticks. Okay. Oh, ich höre eine neue Spinne. Aber ich höre auch das Hummen von einem blauen Kristall. Genau. Oh, das war keine Spinne, sondern eine Krabbe. Aber na gut. Hat auch ein paar mehr Beine. Oh, und ich glaube, ich bin gerade in die Sackgasse gelaufen. Jo. Komm schon, Baylor-Rüstung, zeig, was du kannst. Oh, das war zu knapp. Viel zu knapp. Dafür, dass es ein Monster ist, das wir schon seit ewigen Etagen kennen, macht das immer noch ziemlich viel Schaden, obwohl wir eine komplette Panzerrüstung anhaben. Komplette magische Panzerrüstung. Aber naja, was haben wir hier? Ausrüstungsgegenstände. Oh. Wir haben aber keinen goldenen Schlüssel. Die Bomben wären schon mal ganz schick. Und da sind hoffentlich Kräuter drin. Aber der blaue Kristall ist viel, viel wichtiger. Den markieren wir erstmal. Ja, okay, können wir ruhig da. Blauer Kristall. Und hierhin können wir uns immer zurückverpieseln, wenn wir keine Energie mehr haben. So, was haben wir da noch? Da war eine Sackgasse. Wir haben hier überall noch nicht nach Schaltern geguckt. Und wir haben das eine Secret noch gar nicht gefunden, das wir schon mal gefunden hatten. Das sollten wir gleich mal machen. Aber jetzt speichern wir erstmal ordentlich ab. LP 054B und wir sehen uns gleich wieder.